Mädel, Leute, es ist Japlin hier. Heute geht's um was man sich einfach nur verwirrt, und zwar, warum zum Fick kauft man Tablets? Ich komme legit nicht dahinter. So, ich höre mal wieder, dass Tablets voll cool sind und damit kann man ja so schön Videos schneiden und alles. Es ist sinnlos in meinen Augen. Der einzigste Grund vorab, den ich sehe, warum man ein Tablet besitzen möchte, ist fucking irgendwie YouTube oder so. Aber der Rest, PC oder ein Smartphone sind immer besser. Du willst fucking Videos schneiden, womit viele argumentieren, dass das ja so geil wäre, oder allgemein Office-Dinger damit machen, dein Tablet quasi auch als PC benutzen. Nein, das geht nicht. Das geht aus einem fucking Grund nicht, und zwar, es gibt die Software nicht. Es gibt keine Software dafür, dass du irgendwie Videos professionell schneiden könntest oder so. Das ist schon mal quasi nicht existent. Sowas gibt es einfach nicht. Für den Autonormalverbraucher so zum Runterladen aus dem App Store, was ihr da habt. Zweitens, ja, ich möchte aber irgendwelche Mobile-Spiele auf einer großen, also einem großen Bildschirm oder so spielen. Dann kauf dir einen fucking Mittelklasse-Rechner, hau Bluestracks drauf. Boom. Kannst du fucking auf einmal irgendwelche Mobile-Spiele mit Maus und Tastatur oder Controller spielen. Hast du so viel fucking nochmal Vorteile dadurch, die du davon nicht davon hast, wenn du auf einem fucking Tablet spielst. Kauft euch entweder ein fucking Smartphone oder kauft euch ein PC. Tablets sind einfach sinnlos. Naja, wenn euch das wirklich bis jetzt gegeben habt, danke, I guess. Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt...